بسم الله الرحمن الرحيم وتمام وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. Wir sind zur 20. oder Lektion. الدرس العشرون von Buch Durus al-Lugh al-Arabiyya. Und in dem letzten Unterricht hatten wir dann eben die Zahlen, wo dann der Ma'dud, also die Sache eben, deren Mufrad, deren Singular, maskulin ist. Und jetzt, wenn der Ma'dud feminin ist. Fangen wir mit den Texten inshallah an. Leila sagt, Ya Selma, O Selma, Afi Fasliki Talibatun, gibt es in deiner Klasse Studentinnen, Minas Sini wal Yabani, aus China und Japan. Selma, Naam, ja. Fi Faslina, in unserer Klasse, Khamsu Talibatin. 5 Studentinnen. Und hier sehen wir, dass Khams jetzt nicht mehr Khamsatun ist, sondern Khams, nur, ohne Tamarbuta. Warum? Weil das nächste Wort, der Temyiz, deren Mufrad, deren Singular, feminin ist. خمس طالبات من الصين وأربع طالبات من اليابان. Also 4 Studentinnen sind aus China und 5 Studenten sind aus China und 4 Studenten sind aus Japan. وثماني طالبات من إندونيسيا. Und 8 Studentinnen sind aus Indonesien. Hier achten wir, dass ثماني eine Ausnahme ist. Und Thamani hat am Ende ein Sukun. Leila, wa fi faslina thalathu talibatin min al-Hindi. Und in unserer Klasse gibt es auch 3 Studentinnen, die aus Indien kommen. Wa sittu talibatin min al-Philippin. Und 6 Studentinnen aus Philippinen. Wa sab'u talibatin min al-Kuwait. Und 7 Studentinnen aus Kuwait. Selma, kam uchten lek ya Selma? Wie viele Schwestern hast du? Oh, Leila? Ja, Leila. Leila, li thalathu akhawatin. Ich habe 3 Schwestern. Selma, wa kam achan leki? Und wie viele Brüder hast du? Leila li khamsatu ikhwatin. Und hier sehen wir, dass khamsa ein Ta marbutun hat. Khamsatu ikhwatin. Also ich habe 5 Brüder. Selma laki thalathu akhawatin wa khamsatu ikhwat. Also du hast 3 Schwestern und 5 Brüder. Leila, na'am. Kam akhan wa ukhtan laki? Und wie viele Brüder und Schwestern hast du? Selma, li arba'atu ikhwatin. Also ich habe 4 Schwestern. Nee, ich habe 4 Brüder. Wa arba'u akhawatin. Und vier Schwestern. Selma, li zamilatun. Ich habe eine Kameradin. اسمها خديجة. Sie hat Khadija. 8 إخوة. Also sie hat 8 Brüder. وثماني أخوات. Und hier sehen wir wieder die Ausnahme. وثماني mit Sukun. أخوات Schwestern. Okay, Ahmed, du bist dran. Okay, also machen wir einfach weiter. Ne? Von 3 bis 6. Okay, einfach nur vorlesen. Ne? Okay. Nur lesen. ثلاث طالبات und 7 طالبات. Versuchen wir von oben nach unten. Weil von oben sind es ja 3, 4, 6. 4 طالبات, 5 طالبات,
طالباتٍ. Genau. سبع طالبات ثمان طالبات تسع طالبات عشر طالبات. Hier merken wir dann wieder dieses Ashara und Ashar. Also, dass wenn kein Tamarbuta ist, dass wir dann Sukun haben in der Mitte. Wenn wir aber Tamarbuta haben, dann haben wir alle Fetha. Jetzt gehen wir runter bei Iqra wa Aktub. Wenn ich das vielleicht größer machen kann. So. Jetzt Ahmed. Okay. في بيتنا ثلاث غرف. Was heißt das? In unserem Haus gibt es drei Zimmer. Genau, richtig. Wie sehen? في الجامعة عشر حافلات. Was heißt das? Sind 10 Hafilatin. Okay, in unserer Universität gibt es 10 Busse. Achso, Busse heißt es. Ja, meinst du doch. Ich wollte nur gucken, ob ihr das heißt. Okay, aha. Scheiße. Sind drei Lehrerinnen. Okay, wir sehen Nummer 4. عباس له سبع بنات. Okay. عباس hat sieben Schwestern. Genau. عباس hat sieben Schwestern. Okay, jetzt Ahmed. Schwestern? Schwestern. Tut mir leid, ja. Sieben Mädchen. في بيتنا تسع دجاجات. In unserem Haus sind oder gibt es 9 Hühner. Genau, richtig. Okay, jetzt ist Hüsschen wieder dran. في الجامعة خمس كليات. Kulliert heißt Fakultät. Was heißt das? Fakultät. Achso, okay, dann bin ich ganz anders. Also in unserer Universität gibt es 5 Fakultäten. Genau. Jetzt kann es sein, aber das ist doch irgendwie sowas wie Buchsammlung oder sowas heißt? Wie was? Buchsammlung oder irgendwie so in so eine Richtung? Buchsammlung? Nein. Weil Kulier ist was und Kutub ist was. Okay. Ja, weil denkst du, es gibt von, also auf Türkisch sagt man von, es gibt von manchen Gelehrten so Kuliert, sagt man. Und also das sind dann sozusagen Buchreihen. Deswegen. Da muss ich nochmal nachdenken, ob da vielleicht eine Verbindung geben kann oder so. Aber allgemein gibt es sowas gar nicht. Okay. Okay, jetzt ist Ahmed wieder dran. في المستشفى عشر طبيبات وأربع ممرضات. In diesem Krankenhaus gibt es 10 Ärztinnen und 4 Krankenschwestern. Genau. Also Pflegerinnen, Schwestern. Genau, 4 Krankenschwestern. Aber okay, jetzt ist wieder Hüseyin dran, Nummer 8.
خالد له ثلاثة أبناء وأربع بنات. خالد Was heißt das? Genau, richtig. Okay, jetzt Nummer 9, Ahmed. لي خمسة إخوة وستة أخوات وست وستة ich weiß nicht mehr أخوات وستة. Genauso wie خمسة. Also du musst dir merken, dass die Sura verbindet immer den ganzen Satz oder ein Wort oder ein Verb. Das bedeutet, das, was es eben verbindet, ist dann immer gleich. Und hier wurde dann eben der Satz mit dem Satz verbunden oder verglichen. Und somit ist dann der ganze Satzaufbau gleich. Also Situ wie Hamsetu. Okay. Ich habe fünf Brüder und sechs Schwestern. Du hast sehr viele. Ja, die Person hat sehr viele. Okay, jetzt gehen wir zur nächsten Seite. Hüseyin wieder. Okay, dann gehen wir zu Ahmed. في هذا الكتاب عشرة دروس. In diesem Buch gibt es 10 Kapitel oder Unterrichtseinheiten. Lektionen zum Beispiel, könnte man sagen. Okay, Lektion. Weil Kapitel im Arabischen, wie wir im Hadith-Buch gelesen haben, ja, heißt ja immer so Verb. Ja. Okay, Hüseyin? لنا لنا أربعة عمام وخمس عمات. Heißt das, ist Lena ein Name oder heißt das wir haben? Wir haben. Ist ja genauso wie Li und Lecke und Lena. Okay, und warum, aber warum sagt man denn nicht? Achso, okay, alles gut. Lena, ich sag Lena. Wir haben 4 Onkels und 5 Tanten. Genau, richtig. Okay, jetzt ist wieder. Das ist richtig gewesen. Okay, jetzt ist Ahmed dran. في بلدي خمس جامعات. In diesem Land, in meinem Land, genau, gibt es 5 Universitäten. Genau. Jetzt wieder Hüseyin. عندي ثلاث. Die vorletzte. Was ist? Die vorletzte. Achso. في هذا الدرس ثماني كلمات جديدة. Genau. في هذا الدرس. Weil في الدرس zum Beispiel. في هذا الدرس. Was heißt das? In dieser Lektion gibt es 8 natürlich neue Wörter. Genau, 8 neue Wörter. Okay. Jetzt Ahmed. عندي ثلاث مجلات. Ich habe 3 Majelle, weiß ich nicht. War das Fahrrad? Majelle ist ein neues Wort. Majelle ist Magazin. Okay, also ich habe 3 Magazine. Genau, okay. Jetzt gehen wir zur dritten Aufgabe, wo steht, Ejibanil Esilatil Atia, beantworte die gekommenen Fragen, Musta'amilan, mit dem Nutzen von Al-Adad Al-Mazkur Amamaha, mit der Nummer, die vor ihr steht. Wir haben zum Beispiel die erste Frage, Hüseyin, Kam Achan Lekka? Anna, steht eine Zahl? Ja.
inne. Sitte. Situ ichwatin? Jetzt, diesen Fehler ist genau der Fehler, wenn einer Deutschland. Wenn einer Deutschland sagt, wenn ich zum Beispiel mir ist kalt, er sagt, ich bin kalt. Genau so hast du das Gleiche gemacht. Ach so, ich habe gedacht, inne. Ja, stimmt. Andy. Sit, aber Situ war ich, oder? Situ, ja. Situ, ich weiß nicht. Also Andy. Ganz konkret. Bei den Nummern kommt man öfters durcheinander. Jetzt, was ich sagen wollte, ist, dass Echan ist ja Musekar. Das bedeutet, die Zahl muss Muannas sein. Deswegen nicht Situ, sondern Sittetu. Und die nächste Sache ist, nicht Andy. Also nach dem, was wir im Buch gelernt haben, was richtig korrekt ist, also das kannst du sagen, niemand würde diesen Fehler eigentlich bemerken, aber was eben ganz hoch ist, dass du sagst Li, weil Li sind Personen sozusagen, aber Aindi sind Sachen. Das bedeutet Li Sittetu Ikhwatin. Ja, Li. Okay. Jetzt ist Ahmed dran. Kem uchten leke li li kham li khamsu akhawatin li khams li khamsu akhawatin, weil akhawat ist ja feminin. Und dann muss eben die Zahl maskulin sein. Li khamsu akhawatin. Und davor habe ich irgendwie Tamiz gesagt, dass ich gesagt habe, dass die Sache danach kommt, ist Tamiz. Sie ist hier Mudrafile. Das merkt man ja wegen dem Kessel. Das wollte ich noch schnell korrigieren. Okay, jetzt Nummer 3, Hussein. Kam baqaratan fil haqli. Wie viele Kühe gibt es auf dem Feld? Auf dem Feld? Auf den, ach so, okay. Fil Haqli. Mhm. Ashru Baqaratin. Ashru, okay. Baqaratin. Baqaratin, ja. Also du musst dann nach Ra ein Elif machen und einen ganz normalen Ta. Weil das ja Plural dann wird. 10 Kühe. Aber warum sagt man das in der Frage nicht? Du sagst ja, okay, kam baqaratan fil haqli. Aha. ehrlich gesagt, warum das so ist, weiß ich nicht. Also so eine Philosophie habe ich jetzt gerade nicht. Kann es sein, dass man in der Frage immer Singular benutzt? Oder gibt es auch Fragen, wo man Plural benutzt? Da habe ich nicht geachtet. Da ich ja die Sprache einfach so schon rede, habe ich das total nicht bemerkt, dass man bei einer Frage Singular sagt. Also wenn man die anderen Fragen anschaut, dann ist Einzahl bis bei Ebene. Was meinst du mit Ebner? Also unten ist doch, also guck mal, die untere Frage ist Torliebe, ist Einzahl. Torliebe ist Einzahl. Okay. Herfila ist auch Einzahl, aber Ebner ist doch, warte, Ebner? Das ist nicht Ebner. Nein. Das ist Ebnen. Weil wenn du Ebner sagen würdest, dann wäre da ein Hemse. Da ist doch ein Hemse. Da ist kein Hemse. Nach Verlängerung, da ist er. Ich muss mich mal im Alten gucken. Ja, also Kem, bei Nummer 7, richtig? Bei Nummer 7 steht Kem ja. Ebenen weg. Da ist ein If, Ba, Nun. Daher ganz normal der If, Strom, bin. Aber bei mir ist ein wenn bei mir ist Plural nach, sein müsste, oder wenn es Plural ist, dann werde ich
Ja, bei dir ist was? Hörst du mich? Was? Hemse. Ich meine nicht Hemse, ich meine nicht sein, ich kann mich nicht. Ja, darum geht es doch nicht. Wenn Problem ist, dann wenn, da würde Ebne mal ein Elf kommen, aber hier ist das mit dem Wie was, hä? okay, das, was du sagst, dieses Ach so, okay, ja, jetzt bei dem verstehe ich. ersten Elf, das ist genauso wie beim Koran. Okay, aber was ich meine ist, dass ganz am Ende, der letzte Elif, Ja. dass nach diesem Elif ein Hemse da stehen müsste. Also ein Hemse ganz normal in der Luft. Also Ebner, Und nicht dann würdest du Ebner. sagen, Ebner. Ebner, okay. Genau, also du willst dann Hemse haben. Aber das ist hier jetzt nicht der Fall. Genau, habe ich gerade auch bemerkt. Okay, dann Dass sie kommen das wir. Wort so, also dass dieses Wort so ein bisschen länger ziehen. Man, also dadurch denkt man, das ist dann lang. Ja. Dann kommen wir wieder zurück. Kam Baqaratan fil Haqli. Und dann wolltest du sagen, fil Haqli. Hast du gesagt, Ashara Baqaratin. Ashru. Okay, jetzt ist Ahmed dran. Okay. Genau, Asharu Ashara oder Baqara. Ashru? Ashru Ashru. Baqaratin. Ashru, okay. Kem Weiter. Tabibatan fi Mustashfal Wila Eine davor. Walidati. Nur. Achso, bin ich bei 4. Okay, Wie Kem Talibatun Jadidatun. Dann Kem Talibatan Jadidatun fil Fasli. Richtig? Okay. Warte. Fil Fasli Tis'atu. Nein. Tis'u Taliba Taliba Talibatin, so. Genau, Talibatin Jududin. Achso, das habe ich vergessen. Genau, Jududin, genau. Okay, jetzt Nummer 5. Kem Talibatan fi Mustashfal Wiladati? Die Mustashfal das ist 8. Warte, Semenye. Semeniyu Tabibatin. Thamani, nicht Thamaniyu, sondern Thamani, weil das Sukun ist, das ist eine Ausnahme. So. Tabibatin, okay. Thamani Tabibatin. Jetzt Nummer 6. Kam hafilatan fil jami'ati, Ahmed. في الجامعة ست حافلات Genau, richtig. Jetzt Nummer 7. Kam ibnen leka, oder kam ibnen leka, besser gesagt. أنا لي لي أربعة نولي يا منشو Ich habe am اوكي Anfang irgendwie gesagt, weil ich falsch, falsch. اوكي اوكي Also li arba'u abnai. Wie kommt man wieder durcheinander? Abna ist Muzakkar, maskulin, deswegen muss die Zahl feminin sein. Das heißt, wie wird's denn? Also du musst Termarbuta So, hinzufügen. Erba T. Arba'atu Abna'i. Erba Okay, jetzt Ahmed, Nummer 8. Bin ten lecker. Abnai. Li sab'u bana ban li sab'u banatun Li sab'u banatin. banatin. Okay, jetzt Nummer 9, Hussein. Kam Jami'atan fi baladika? في بلدي
Thalathu Jami'atin. Genau. Jetzt Nummer 10. Kam Kitaban indaka? Indi thamani kutubin. Kutub, Kitab ist Muzakkar, maskulin. Also gibt nicht die Ausnahme auch bei dem weiblichen? Sage ich dann thamaniyatu trotzdem? Genau, thamaniyatu. Okay, dann in indi thamaniyatu kutubin. Genau, also die Ausnahme ist nur bei dem weiblichen, wo das kein Ta marbuta ist, dann sagen wir thamani. Aber beim maskulin, also wenn das ma'dud maskulin ist, dann sagen wir thamaniyatu, ganz normal. Jetzt gehen wir zu der nächsten Aufgabe. Auf der nächsten Seite. Babha, erstes Aufschreiben. Bist du mit uns? Okay, dann machen wir Ahmed. Man Nummer 1. Ja. Kann sein wegen dem Netz. Also wenn ihr mich nicht hört, dann sagt mir Bescheid, damit ich das wiederhole, damit die, die das auf YouTube hören, das deutlich hören. Ahmed, hast du ihn gehört? Okay. Ich habe ihn jetzt gehört. Ich habe die Aufgabe schon nicht gehört, aber ich kann es mir denken. Also ich soll es einfach nur nochmal wieder ablesen, ne, mit den Zahlen. Genau, also ihr sollt es nur ablesen. Die Zahl ist da und ihr müsst es dann lesen. Eigentlich aufschreiben, aber wir lesen das. Okay, Hussein dann, Nummer 1. Li arba'u ikhwatin wa... Ikhwa ist der Maskulin von Ach. Okay, dann arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Genau. Ahmed, Nummer 2. محمد له خمسة أبناء وثماني بنات. Genau. Jetzt Hüseyin, Nummer 3. عندي عشر كتاب. عشرة كتب. عشرة كتب. وسبع مجلات. مجلات. اوكي. مجلات. نمرة 4. في المستشفى تسع طبيبات وست ممرضات. تسع طبيبات وست ممرضات. اوكي. نمرة 5. عندي أربعة قمصان. قمصان. اوكي. Nummer 6. لهذه السيارة أربعة أبواب. Genau. Nummer 7. في هذه الكلمة تي خمسة حروف. Genau. In diesem Wort gibt es 5 Buchstaben. Jetzt Nummer 8. في مدرستنا ثماني مدرسات. Genau, Nummer 9. في بيتنا عشرة رجال وعشر نساء. Genau, 10 Nisan. Okay, Nummer 10, letzter. ذهب أبي إلى الرياض قبل ثلاثة أيام. ذهب أبي إلى الرياض. Also, wir müssen Schadde machen. Und Riyadh ist dann eben Riyadh, die Hauptstadt von Saudi-Arabien. قبل, weil قبل ist Zarf. Okay, قبل.
ثلاثة أيام. Und warum, also sagen wir wegen Ilya noch trotzdem Salatati? Genau, wegen Qabla, also wegen Qabla ist dann Salatati geworden. Okay. Also die Zahl, nochmal, das wäre ich nochmal, die Zahl ist je nachdem, wo der ist, also was für ein Baustein das ist, geben wir dann die Haraka ganz am Ende. Okay. Jetzt, da die Zeit auch knapp ist, lese ich euch das unten. Also eigentlich Uktub al-Adad, also Nummer 5 ist Uktub al-Adad min 3 ila 10 waj'al kull min al-kalimat al-atiyati ma'dudan laha. Also für jeden müssen wir dann eben von 3 bis 10, wie letztens, eine Sätze machen. Ich lese das schnell, also zum Beispiel thalathu tayyaratin und arba'u akhawatin und khamsu طالبات ست مجلات سبع بنات ثمان ساعات ونحن بيت مش بتسع ساعات und عشر ساعات. Und auf der anderen Seite haben wir dann die neuen Wörter, und zwar المجلة, was مجلات ist, Magazin, Indonesia, Indonesien, Al-Harf, Huruf, das ist der Plural, Buchstabe, und Al-Kalimatu, das Wort, und Kalimatun, die Wörter. Und somit sind wir dann fertig. Walhamdulillah, Rabbil Alamin.